Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen EDC Gadget Video. Heute stelle ich euch das Apple MagSafe Wallet mit Find My Funktionalität vor. Ich habe diesem Wallet sehr entgegengefiebert, als es vorgestellt wurde, dass die ja schon länger verfügbaren Leather Wallets bald eine Find My Funktionalität bekommen. Also habe ich es diese direkt gekauft und jetzt auch einige Monate ausprobiert. Ich mache nochmal das Unboxing mit euch. Also es kommt in einer sehr schönen Form, wie man das von den Apple-Verpackungen ja gewohnt ist. Designed by Apple in California, das kleine Heftchen. Und hier drin ist eine dicke Pappkarte, wo man sieht, wie die Funktionalität gedacht ist. Ich gehe jetzt nur kurz mal über meinen Eindruck da. Ich denke, dass schon einige andere YouTuber viel genauer auf das Detail dieses Wallets eingegangen sind. Ich möchte jetzt nur meine Meinung aus der Perspektive der Gadgets, des EDC und des Slim Wallets nochmal dazu mitteilen. Also durch die einige Monate an Nutzung, teilweise am iPhone dran, teilweise auch ohne, ist es quasi mit wenig Spuren der Abnutzung. Also man sieht natürlich, dass sich der Rand ein bisschen verfärbt hat durch halt vor allem blaue Jeansen und ein paar Kratzer im Leder sind, aber das tut der Funktionalität keinen Abbruch. Ich habe jetzt da drei Karten hier, das ist nämlich das Maximum, was in dieses Wallet reinpasst und die sitzen auch ziemlich fest. Und einzelne Karten rausholen ist nicht einfach möglich. Man muss quasi von hinten das Wallet vom Handy lösen und die Karten herausschieben. Und kann dann quasi alle drei Karten eben greifen. Also das ist auch sehr gut gemacht. Also die Karten sitzen lose drin, bis sie so circa zwei Drittel drin sind. Und dann kommt ein Widerstand. Und dann muss man sie wirklich fest hineindrücken. Und dann sitzen sie auch wirklich fest drin und können nicht herausfallen. So, mein Manko, warum ich jetzt dieses Wallet nicht mehr als Daily nutze, die Find My Funktionalität ist natürlich eine sehr gute Sache und besser als das Wallet ohne diesen Chip. Allerdings, nachdem ich eben halt auch einen AirTag habe oder mehrere AirTags habe, finde ich, dass das natürlich die viel bessere Möglichkeit ist. Ich kann das Wallet anpingen und suchen mit Precision Finding, wenn das iPhone die Funktionalität davon unterstützt. Also, ich finde es eine tolle Sache und es ist das dünnste und schlankste Wallet, das ich besitze, das wirklich nur drei Karten halten kann, wunderschön aussieht, eine fantastische Verarbeitungsqualität hat, von Apple ist und auf dem weißen iPhone natürlich wunderbar dazu passt. Allerdings lobe ich mir doch die Möglichkeit, mit einem AirTag das Wallet zu orten. Und deswegen bin ich hiervon nach einigen Monaten als Daily Driver abgekommen. Und wie ich das mit dem AirTag gelöst habe in meinem Daily Wallet, das findet ihr in einem anderen Video. Zu meinem Fazit. Ich würde dieses Wallet durchaus weiterempfehlen. Es ist wahnsinnig edel. Es ist direkt von Apple, passt wunderbar zum iPhone. Allerdings, wer wirklich auf Find My Funktionalität, auf die volle Funktionalität Wert legt, dem sei besser beraten, einen AirTag in einem etwas größeren Wallet unterzubringen. Jemandem, dem die reine Mitteilung des Verlierens reicht, dem kann ich dieses Wallet durchaus ans Herz legen. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.